Als nächstes spricht Herr Kollege Reul für die Fraktion der CDU. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ausgeglichene Haushalte in den Kommunen statt Kommunalhaushalte in Schieflage, Abbau von Schulden statt ständig weiter wachsender Schuldenberge und Umsetzung wichtiger Zukunftsinvestitionen statt Investitionsstau. Daran arbeiten die Kommunen und das Land partnerschaftlich Hand in Hand. Über den Schutzschirm und die Hessenkasse des Landes stellen wir insgesamt rund 9 Milliarden € an Zins- und Entschuldungshilfen für die Kommunen bereit. Hinzu kommen Hilfen für Investitionen in den Landkreisen, Städten und Gemeinden von über 2 Milliarden € im Rahmen der beiden Kommunalinvestitionsprogramme sowie der Hessenkasse. Diese Mittel fließen dabei ergänzend zu den Rekordmitteln aus dem Kommunalen Finanzausgleich über unsere Kommunen in diesem Jahr 4,6 Milliarden € auch da noch mit hinzu. Das sind insgesamt, wenn wir die Zahlen addieren, 15 Milliarden € an Unterstützung für unsere Kommunen, eine gigantische Summe. Das letzte Mal hatte an dieser Stelle der Kollege Rudolph noch dazwischengerufen, aber vielleicht hebt er sich das für später auf. Das beruhigt mich, Herr Kollege Rudolph. Die Hilfen für die Kommunen stemmt das Land zusätzlich zu den eigenen Konsolidierungsanstrengungen, die es ermöglichen, dass das Land seit 2016 auf die Aufnahme neuer Schulden verzichten kann. Sehen Sie, ich habe Sie geweckt. Endlich kommt mal ein bisschen Stimmung noch um diese Zeit. Im vergangenen Jahr hat das Land sogar erstmals seit mehreren Jahrzehnten die Altschulden getilgt. Wir wollen die öffentlichen Haushalte in Hessen generationengerecht und nachhaltig ausrichten. Dies ist zweifelsohne mit großen Anstrengungen verbunden und wirklich sehr harte Arbeit vor Ort. Aber es lohnt sich, und schließlich werden dadurch unsere Handlungsfähigkeit bewahrt und finanzielle Spielräume erschlossen, so dass wir unseren Nachkommen nicht länger irgendwelche erdrückenden Schulden hinterlassen müssen. Daher freuen wir uns über die Erfolge, die bei der Konsolidierung der Kommunalhaushalte erarbeitet wurden. Im vergangenen Jahr, ich erwähne das noch einmal an dieser Stelle, ist es auch der kommunalen Familie in Summe bereits gelungen, mehr einzunehmen als auszugeben. Der Überschuss der hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden lag insgesamt bei über 300 Millionen €. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, dass ein Ende der Schuldenspirale möglich ist, wenn man sich anstrengt und bemüht. Die Konsolidierungserfolge auf kommunaler Ebene sind in erster Linie ein Verdienst der Verantwortlichen vor Ort in den Kommunen, die auf das Erreichte stolz sein können. Wir unterstützen die Kommunen weiterhin gerne dabei, diesen zukunftsrichtigen Weg konsequent weiter zu beschreiten und bleiben auf diesem Weg selbstverständlich auch zukünftig ein verlässlicher Partner der Kommunen. Ich hatte das in meiner letzten Rede zum Thema der Hessenkasse schon ausgeführt, und wir bleiben dabei. Die CDU zusammen mit den GRÜNEN ist eine schwarz-grüne Regierung, die für die Kommunen sich einsetzt, für die Kommunen kämpft und ihnen die notwendige finanzielle Grundausstattung ermöglicht und zur Verfügung stellt. Darauf sind wir stolz. Das machen wir weiterhin. Und wir sind stolz darauf, Schwarz-Grün wirkt. Wir sind der Partner der Kommunen. Der kommunale Schutzschirm, die Investitionsprogramme KIP I und KIP II, die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und jetzt auch die Hessenkasse sind genau die vier Elemente, der Finanzminister hat es heute in seiner Regierungserklärung erwähnt, die aufeinander aufgebaut sind, die ineinander greifen, die gemeinsam wirken und die einen sinnvollen Zusammenhalt ergeben und unsere Kommunen in die Möglichkeit versetzen, zu konsolidieren und weitere notwendige Investitionen zu tätigen. Im Jahr 2016 konnten die hessischen Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo aufweisen, und knapp 80% der Kommunen konnten einen ausgeglichenen Haushalt erzielen. Im Jahre 2017 waren dies schon 94%, Tendenz steigend. Das Gesamtvolumen, auch dort ist die Tendenz steigend, des KFA ist spürbar gestiegen.
von rund 4,4 Milliarden € im Jahr 2016, in diesem Jahr auf 4,6 bis 4,7 Milliarden € und im nächsten Jahr auf über 5 Milliarden €. Und das erlauben Sie das, Herr Schalauske, ich sage zu Ihren Ausführungen nachher noch ein paar andere Dinge. Wenn Sie dies nicht anerkennen, dass in den letzten 10 Jahren der kommunale Finanzausgleich sich von einer Größenordnung von 2,4 Milliarden € auf weit über 5 Milliarden € verändert, mehr als verdoppelt. Wenn Sie das nicht anerkennen, dass dies eine Leistung für die Kommunen ist, dann weiß ich nicht, wie bei Ihnen die Grundrechenarten funktionieren. Und wie gesagt, auch in der mittelfristigen Finanzplanung, der Finanzminister hat es erwähnt, in den Jahren 17 bis 21 sind weitere Steigerungen von rund 1,2 Milliarden €. Dies entspricht einer weiteren Steigerung von 26%. Deshalb, und Sie wissen das, ich möchte es an dieser Stelle etwas zusammenfassen, die steuerschwachen Kommunen erhalten mehr, die steuerstarken erhalten etwas weniger. Der Ausgleich ist gerechter geworden, er ist zielgenauer geworden. Und wir haben insgesamt, auch indem die steuerstarken Kommunen eine Solidaritätsumlage an die schwächeren Kommunen geben, da auch das gegeben, das Prinzip, dass wir solidarisch miteinander handeln, dass die Kommunen untereinander solidarisch sind und dass wir dort einen Ausgleich geschaffen haben, der an dieser Stelle wirkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich mir so die Argumente angehört habe, die vorhin vorgetragen worden sind, dann sollten Sie doch einmal mit bedenken, nicht nur für die Kommunen tun wir Wertvolles, sondern auch für den Landeshaushalt. Dort findet eine konsequente Reduzierung der Nettokreditaufnahme statt, insgesamt seit 2016 keine neuen Schulden und sogar in diesem Jahr 2016 zum ersten Mal seit 1969 eine Nettoschuldentilgung von 200 Millionen €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist ein Beifall wert, auch von Seiten der Opposition. Ach, Herr Kollege Rudolph, Sie amüsieren mich. In den kommenden Jahren wird zudem erstmalig seit rund einem halben Jahrhundert ein Haushalt bereits im vorgelegten Plan ausgeglichen. Und wenn Sie die weiteren Zahlen sehen, 2019 wird sogar eine Altschuldentilgung in Höhe von 100 Millionen € verankert. Und ab 2020 können wir weiterhin Altschulden abbauen in einem Volumen von mindestens 200 Millionen €. Das bedeutet, zugleich mit dem Landeshaushalt wird nicht nur das Ende der Schuldenspirale beim Land eingeläutet, sondern auch die Unterstützung des Landes auf der kommunalen Ebene. Denn, und da kommen wir ja explizit noch einmal dazu, welche Wohltaten das Land mit der Landesregierung unter der Führung von Schwarz-Grün für die hessischen Kommunen bereithält. Das ist der Schutzschirm und es ist auch die Hessenkasse. Es ist ein großer Kraftakt, diese Dinge zu finanzieren, aber der Finanzminister hat auch vorhin ausgeführt, es ist es wert. Es ist der Schweiß wert, der da hineingesteckt werden muss, um ganz einfach diese kommunalen Programme zusammenzustellen. KIP 1, KIP 2, Hessenkasse, kommunaler Schutzschirm, KFA. Wenn Sie dies alles zusammenzählen, was in den letzten Jahren dort bewirkt worden ist, dann ist das ein gigantisches Programm. Und darauf sind wir stolz, dass wir dies für die Kommunen zur Verfügung stellen können. Vielleicht, Herr Schalauske, schauen Sie sich auch einfach einmal die Zahlen an. Ein kommunaler Rettungsschirm über 3 Milliarden €. Hessenkasse über 6 Milliarden €. Für den KFA 4,6 Milliarden € und weiter ansteigend. Wenn Sie diese Zahlen zusammennehmen, dann können Sie doch nicht hier vorne hintreten und erklären, hier geht die Welt unter. Wenn ich Ihnen zugehört habe, haben Sie ein Land beschrieben, in dem Sie vielleicht leben, aber ich glaube, der größte Teil unserer Bürgerinnen und Bürger lebt in diesem Land nicht. Nein, vielleicht haben Sie auch Verhältnisse in der ehemaligen DDR beschrieben. Ich weiß ja nicht, was Sie jetzt als Vergleich herangezogen haben. Aber es ist schon sehr beachtlich, das, was Sie als Argumente vorgebracht haben,
getragen haben und dann auch meine noch in die Diskussion einzuführen. Zum Beispiel Ihr Kollege Schaus hat in einer Kleinen Anfrage, die Nummer 317, die Frage gestellt, was denn für Auswirkungen dort waren im Bereich der Schwimmbäder. Die Anfrage wurde beantwortet. Seit dem Jahr 1999 ist ein einziges Schwimmbad geschlossen worden. Es kann wohl nicht so schlimm sein, wie Sie hier dieses Bild zeichnen. Deshalb informieren Sie sich vielleicht vorher, bevor Sie hier Hessen beschreiben, als wäre es ein Land, in dem die Welt untergehen würde. Wir sind glücklich, in einem florierenden Land zu leben, mit einem Finanzminister, der sich um die Finanzen kümmert und wo das Land ein Partner auch der Kommunen ist und wo wir wirklich sehr gut zusammenarbeiten und auch die notwendigen Dinge dann erledigen. Und wenn Sie Kritik äußern am kommunalen Finanzausgleich. Der kommunale Finanzausgleich durch die Umstellung hat eine Bedarfsausstattung. Und jetzt kommt es dazu, Sie haben vielleicht einen Stabilitätsansatz, der über 1 Milliarde, fast 1,2 Milliarden Euro beträgt. Den haben Sie vielleicht unter den Tisch fallen lassen, wenn Sie nämlich das System des kommunalen Finanzausgleichs an dieser Stelle kritisieren. Es wäre der kommunale Finanzausgleich eine Bereicherung des Finanzministers für den Landeshaushalt. Dann frage ich mich auch, entweder Sie haben das System des neuen kommunalen Finanzausgleichs nicht verstanden, was nicht schlimm ist. Es ist ein kompliziertes System, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten, bis man die einzelnen Komponenten versteht, die da ineinander greifen. Aber dann bitte drehen Sie nicht hier vorne hin und gebrauchen Sie Argumente, die vollkommen absurd sind und an der Realität vorbeiführen. Und dann, Herr Kollege Schmidt, Sie haben ja auch in Ihrer Rede am Anfang ein paar Dinge eingeführt und Behauptungen aufgestellt, die schon verwunderlich sind. Sie haben sich auf die Bertelsmann-Studie bezogen. Ich zitiere, ja? Bertelsmann-Studie, Seite 9. Die 10 Kommunen mit den höchsten Kassenkreditzuwächsen liegen vollständig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, nicht in Hessen. Also, weil Sie ein Szenario erzeugen, dass hier in Hessen alles so schlimm ist. Und ich will Ihnen ein weiteres Beispiel. Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel noch an dieser Stelle vorhalten. Auf der Seite 17. Dort geht es um den kommunalen Schutzschirm. Unter diesen Programmen ragen die der Länder Niedersachsen und Hessen heraus, da diese Umschuldung in beträchtlichen Umfang vorsahen. In Hessen wurden über das Programm Kommunaler Schutzschirm in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt knapp 2,5 Milliarden Euro Kassenkredite abgelöst. Als Gegenleistung mussten die 100 teilnehmenden Kommunen und Kreise hohe Sanierungsbeiträge erbringen, sich einer strengen Aufsicht unterstellen. Mit Blick auf die Jahresergebnisse der Teilnehmer ist das Programm erfolgreich. Zitat Ende. Herr Kollege, Sie wissen ganz genau, dass in anderen Ländern kein vergleichbares Programm gemacht worden ist, weil man dort nämlich an dieser Stelle nicht Landesmittel genommen hat, sondern originäre Bundesmittel teilweise und andere Programme aufgestellt hat. Aber nicht das so, wie wir das in Hessen gemacht haben. Dies ist bundesweit einmalig. Darauf sind wir stolz. Und es ist erfolgreich. Herr Reul, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Zurzeit nicht. Es gibt noch ein paar Argumente, die wir austauschen müssen. Und danach kann ja der Kollege noch einmal hier nach hier vorne kommen. Es war eine Kollegin, aber eine Kollegin umso lieber. Also, wie gesagt, wenn man an dieser Stelle, Herr Kollege Schmidt, erklärt, Sie wollen im kommunalen Finanzausgleich noch mehr finanzielle Mittel haben. Es war ja einmal in der Debatte ungefähr von 1 Milliarde Euro, von Ihren insgesamt 3 Milliarden, die Sie in den Raum eingeführt haben. Dann frage ich mich, wo war denn der Antrag der SPD-Fraktion zum kommunalen Finanzausgleich, wie wir ihn diskutiert haben? Ist der Antrag durchgerutscht, oder haben Sie den Antrag nicht gestellt? Und wenn Sie dann hier an dieser Stelle sprechen, und das finde ich schon richtig, ist ja relativ dreist, und ich wiederhole es, weil Sie es gesagt haben, Sie haben der Landesregierung oder dem Finanzminister explizit vorgeworfen, er sei ein Trickbetrüger. Ich glaube, so wie Sie agieren, das sind eher Taschenspielertricks von Ihrer Seite, anstatt dass ein Trickbetrüger an dieser Stelle wirklich da unterwegs ist. Und Sie können ja die
Anfrage heraussuchen, dann können Sie es dort nachlesen an dieser Stelle, und dann können Sie das ja auch dann noch einmal hier erwähnen, wenn Sie das meinen. Aber wie gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, die positive Entwicklung, die wir durch die Schutzschirmkommunen hatten, denn insgesamt 100 Kommunen konnten daran teilnehmen, die einen positiven Finanzierungssaldo von 140 Millionen € erzielt haben. Und insgesamt im Jahr 2016 waren schon 80% der Schutzschirmkommunen im Plus, was eine sehr große prozentuale Zahl ist, an dieser Stelle weit vor dem Plan liegend und dann auch weiter in den nächsten Jahren anwachsend. Das ist ganz einfach der Punkt, dass wir erkennen, dass der Schutzschirm gewirkt hat und auch weiterhin wirkt und dass er auch dazu mit beiträgt, dass die Finanzen der Kommunen sich konsolidieren. Und deshalb ist es einfach notwendig, dass wir neben dem kommunalen Schutzschirm, der ja mit den Auftakt gebildet hat, neben dem kommunalen Investitionsprogramm KIP I und dem kommunalen Investitionsprogramm KIP II, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen mit der Hessenkasse. Und die Hessenkasse ist ein sehr ambitionierter Plan. Und wenn Sie kritisieren, dass hier noch kein Gesetz eingebracht worden ist, dann kann ich Ihnen an dieser Stelle nur zurufen, der Finanzminister und der Innenminister, Sie haben an dieser Stelle doch die Aufgabe genommen, mit den Kommunen erst einmal in den Diskurs einzutreten. Und das ist doch sinnvoll, mit den Kommunen darüber zu sprechen, wie dann die Gestaltung sein kann. Vielleicht ergibt sich ja in der Diskussion noch das eine oder andere, was man anpassen sollte. Und wir wollen nicht einfach nur ein Gesetz vorlegen, wonach sich alle danach ausrichten, sondern wir sind in den Gesprächen mit den Kommunen, und wir wollen danach das Beste für die Kommunen in Gesetzesform gießen. Und deshalb geben wir uns so viel Mühe. Deshalb macht auch der Finanzminister und der Innenminister sehr viele Regionalkonferenzen und spricht mit den Vertretern der Kommunen. Und deshalb ist es ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, dass wir gemeinsam, wenn die Regionalkonferenzen vorbei sind, dann einen Gesetzentwurf haben, wo auch die Dinge so niedergelegt sind, dass sie auch erfolgreich sein können. Und die Hessenkasse, lassen Sie mich das an dieser Stelle sagen, bin ich überzeugt davon, die Hessenkasse wird definitiv erfolgreich sein, so wie sie angelegt ist. Es wird eine Entschuldung der Kassenkredite stattfinden im nächsten Jahr zum 1.7. Insgesamt ein Volumen von 6 Milliarden €. Die Kommunen haben dann die Sicherheit, dass sie nur noch einen gewissen Anteil tilgen müssen und dass sie an dieser Stelle von dem Zinsrisiko komplett befreit sind. Und die Befreiung von dem Zinsrisiko ist natürlich eine große Bürde, die übernommen wird an dieser Stelle durch das Land Hessen mit Unterstützung der WIBank, weil die Kommunen sonst überhaupt nicht in der Lage wären, wenn wir einzelne Kommunen betrachten, überhaupt nicht in der Lage wären, ihre Kassenkredite jemals in dem Verlauf zurückzuführen. Und jetzt gibt es die Chance, jetzt gibt es die Hilfe, jetzt gibt es die Unterstützung, damit man im Rahmen der Hessenkasse auch die Kassenkredite der Kommunen zurückführen kann. Und wie gesagt, zusätzlich zu der Rückführung der Kredite gibt es natürlich auch noch das Programm für die Investitionen. Insgesamt 510 Millionen €. Der Finanzminister hat es erläutert. Auch dies eine sehr gute Sache, damit die, die in der Vergangenheit schon fleißig und gut gewirtschaftet haben, dann an dieser Stelle nicht bestraft werden, sondern eine Möglichkeit haben, auch von einem Programmteil zu partizipieren und dort auch in wichtige Investitionen hineinzugehen. Und es wurde ja auch angesprochen, weitere Dinge, die noch da angedacht sind, wie z.B. das Investitionsprogramm zur Unterstützung bei den Schwimmbädern. Deshalb glaube ich, können wir diese Debatte heute mit der Regierungserklärung des Finanzministers auch zusammenfassen. Unsere Zukunft ist so, dass wir ausgeglichene Haushalte anstreben, eine kommunale Verschuldung, die nur noch aus Investitionskrediten besteht, keine unkalkulierbaren Haushaltsrisiken wegen steigender Zinsen, eine zukunftsfeste kommunale Infrastruktur mit sanierten Schulen, Kindergärten, Straßen, Sportstätten, ein gestärkter ländlicher Raum mit klarer Perspektive. So wünschen wir uns unser Hessenland, unsere schöne Heimat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Wortmeldungen von ihr. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Reul. Sie haben richtig wahrgenommen. Mir liegen zwei Kurzinterventionen vor. Als Erstes hat sich Herr Rudolph, SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Damit Herr Reul die falschen Zahlen oder die falsche Zahl, die Sie eben genannt haben, auch richtiggestellt wird, Sie haben eben behauptet, wahrheitswidrig, dass seit 1999 ein Frei- oder Hallenbad in Hessen geschlossen werden soll. Wenn das die Seriosität schwarz-grüner Haushaltszahlen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, armes Hessen, kann ich nur sagen. Pressemitteilung, Schwimmverband, Hessischer Schwimmverband, gab es meinen ehemaligen LSB-Präsidenten, von Ihnen seit 2005 seien 18 Schwimmbäder geschlossen. Pressemitteilung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft vom Oktober 2015, 48 Schwimmbäder geschlossen. Und Bericht Frankfurter Rundschau vom 22. Oktober 2015, Initiative Pro Bad, ein Zusammenschluss von Deutschen Schwimmverband, DLRG und weiteren Interessenverbänden, wird dieser Verein zitiert, die Zahl der Schwimmbäder in Hessen von 2002 560 auf 480 gesunken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Reul, das haben wir jahrelang thematisiert. Schwimmunterricht ist wichtig und notwendig, Bewegung ist richtig und notwendig. Dafür braucht man Frei- oder Hallenbäder. Die SPD-Fraktion hat im letzten Haushaltsplan 20 Millionen € unter anderem dafür gefordert. Das haben Sie ignorant abgelehnt. Und deswegen bleiben Sie einmal bei der Wahrheit oder versuchen Sie es wenigstens. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Zu einer zweiten Kurzintervention erteile ich Herrn Schalauske, DIE LINKE, das Wort. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, warum die Hessische Landesregierung kein Partner der Kommunen ist, dann waren es die Aussagen vom Herrn Abg. Reul. Es ist ja schön, wenn Sie zur Kenntnis genommen haben, dass ein Schwimmbad in Hessen geschlossen worden ist. Das Problem ist, dass die Landesregierung dann anscheinend nicht weiß, dass mindestens 43 oder nicht wissen will, dass mindestens 43 andere Schwimmbäder in Hessen geschlossen worden sind. Und dabei hätten Sie noch nicht einmal die Erklärungen der entsprechenden Interessenverbände verfolgen müssen. Es hätte gereicht, wenn Sie einmal die Hessenschau geschaut hätten. Die Hessenschau hat gemeldet, dass seit dem Jahr 2000 in Hessen 44 Schwimmbäder geschlossen worden sind und 24 davon ersatzlos. Das müssen Sie doch einmal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man dann noch addiert, dass aufgrund Ihrer kommunalfeindlichen Politik und Ihrer Unterfinanzierung viele hessische Schwimmbäder überhaupt nur noch betrieben werden können, weil Ehrenamtliche diese Aufgabe leisten, dann ist das doch das beste Beispiel für die kommunalfeindliche Politik dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Und dann darf es doch niemanden wundern, wenn sogar der Landessportbund fürchtet, weil nämlich in Hessen nicht mehr flächendeckend der Schwimmunterricht in der Form stattfinden kann, wie es notwendig ist, weil die Bäder fehlen. Dann befürchtet der Landessportbund in Hessen, dass Hessen zum Nichtschwimmerland wird. Das sollte Ihnen zu denken geben. Und hören Sie auf, hier falsche Zahlen zu vermelden. Danke, Herr Schalauske. Herr Reul, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Darauf verzichten Sie. Dann habe ich eine weitere Wortmeldung von Frau Goldbach, Fraktion Die Grünen, vorliegen. Frau Goldbach, Sie haben noch 1 Minute 35 Redezeit übrig. Der Herr Kollege Reul hat zitiert aus einer Kleinen Anfrage von Herrn Schaus mit der Nummer 19317. Das kann hier jeder nachlesen im Landtagsinformationssystem. Die Frage lautete, wie viele Schwimmbäder wurden seit 1999 geschlossen? Die Antwort lautete, eines. Er hat das völlig richtig zitiert. Es gibt hier sehr viele... Können Sie die Zeit stoppen, weil ich kann nicht reden. Frau Goldbach, Sie haben das Wort, aber wenn Sie das Plenum zur Freude Äußerungen bringen, ist doch auch gut. Ich freue mich über die gute Stimmung bei der SPD. Sie scheinen alle wieder dicke da zu sein. Wunderbar.
Es gibt sehr viele verschiedene Schätzungen über die Anzahl der Schwimmerinnen und Schwimmer und über die Anzahl der Schwimmbäder und die Schließungen. Ich habe mir einige Mal genauer angesehen, und dabei waren auch Schließungen aufgezählt von Schwimmbädern, die danach wieder neu gebaut und eröffnet wurden. Deswegen muss man sich diese Zahlen, wenn schon, dann mal in Ruhe und genau ansehen. Vielleicht morgen haben wir Gelegenheit dazu. Thema 10 Jahre Sportland Hessen. Ich freue mich drauf. Danke, Frau Goldbach. Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. Die Regierungserklärung ist entgegengenommen und besprochen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds. Vielen Dank für den Hinweis. Ich war zu schnell. Wir haben einen Dringlichen Entschließungsantrag vorliegen der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Land unterstützt Kommunen bei der Haushaltskonsolidierung, dem Abbau von Schulden und der Realisierung von Investitionen. Wer diesem Antrag die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen angenommen.